Wir sind auf einem neuen Campingplatz angekommen, auf dem Campingplatz Fuldaschleife in Büchenwerra. Auch dieser Campingplatz ist in der Nähe von Kassel und wir schauen uns mal ein bisschen an, wie der so schön an der Fulda gelegen ist. Die Registrierung und das Einfahren funktioniert hier mit dem Camp-at-Home-Prinzip. Das heißt, ihr bucht euch von zu Hause aus einen Stellplatz, bekommt einen QR-Code, haltet diesen an diese Scanner hier und dann geht es schon auf den Campingplatz. Es gibt drei verschiedene Kategorien an Campingplätzen und zwar sind das der Bulliplatz, der Uferplatz und der Komfortplatz. Weiterhin gibt es hier noch die Community-Wiese oder Zeltwiese und hier drüben geht's ins Sanitärgebäude. Habe mir hier einen Komfortstellplatz gegönnt und zwar den Komfortstellplatz 44. Hier unten sieht man dann die Uferstellplätze und die Komfortstellplätze sieht man wirklich. Riesenplatz, den sie bieten. Wenn man sich hier umdreht, gibt es hier auch noch sogenannte Campingfässer. Auch sehr nette Alternativen zum Camping. Während das Grauwasser gerade in den Gully läuft, ein kurzes Fazit. Ein Tag an der Fuldaschleife ist wirklich absolut zu empfehlen, auch zwei oder drei. Wir haben hier wunderschöne und ganz, ganz neue Sanitäranlagen und die Gegend hier, wirklich direkt an der Fulda gelegen, ist absolut einen Ausflug wert.